Durch das Fassa und das Viermetall fließt der Avisio, ein kleiner idyllischer Fluss, der einem Gletscher der Marmolata entspringt. An seinem Ufer führt ein 46,8 Kilometer langer Radweg von Calancei nach Molina durch die Dörfer der beiden Täler. Mit den klassischen Radwegen im Flachland, auf denen man fast von allein rollt, hat dieser Weg eher weniger zu tun. Während Molina auf 850 Metern Höhe liegt, bringt es Canasei schon auf 1465 Meter. Man hat also die Wahl, leicht, aber stetig bergauf zu fahren oder in umgekehrter Richtung bequem bergab zu rollen. Es versteht sich fast von selbst, dass man den meisten Radfahrern fröhlich gelaunt bergab begegnet. Damit die Entscheidung über die Fahrtrichtung leicht fällt, gibt es in der Saison den Bike Express Fassa Fiemme. Der Bus bringt die Radfahrer samt Fahrräder von Molina wieder zurück nach Canasei. Mit dem Bike Express können auch Familien mit Kindern eine gemütliche Radpartie mit einem Abstecher in die kleinen Städte am Radweg unternehmen.